Aber ich habe wieder was erschafft. Ich habe jetzt die Leute an krabbelnde Aliens an den Wänden abgeschossen. Krabbelnde Aliens? Warte, das machen wir die ganze Zeit. Nee, die. Ach so, Würde reichen. als hier Herausforderung. Jetzt soll ich ein ganzes Magazin leer schießen und dabei soll jede Kugel ins Schwarze treffen. Ach du Scheiße. Boah, dann mach weiter. Ja, mach ich. Schmeißt du schon Sachen rum? Töten Sie Nee. 20 Feinde mit der Pumpgun. Ich muss zwei auf einmal töten. Mit einer Pumpgun. Ja. Mit einer Kugel Pump Action. Bloß bei Badass geht das wahrscheinlich wieder nicht, weil die halten ja ewig viel aus. Oder irgendwie runterschießen und dann den letzten Schuss mit der Pumpgun machen. Ja! Sie hat's wieder gesagt. Was hast du gesagt? Weidmanns Heil. Das ist ja das für die Übersetzung, ey. Ja, jetzt sollen wir also die Station angreifen, ja, wo jetzt die Wayland Yutani landen. Die andere Organisation. Genau. Sollen wir ja jetzt das Schiff kapern. Ihr ULG-Schiff. Oder FTL. FTW. MFG-Schiffe. WTF. Ja, in die Granate gehüpft. Ich habe in meinem Körper die Wucht der Explosion aufgehalten. Da gab's doch mal. Welcher Film war denn das? War das? Das war doch so ein Antikriegsfilm. Wo der Ausbilder sich auf die Granate geworfen hat, weil das Kind zu dämlich war, die Granate wegzuschmeißen. Boah, das, ja. Kennst du das? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ob das. Nee, der Dings war das auch nicht. Werner Holt war das, glaube ich, auch nicht. Nee. Irgend so ein anderer Film, weiß ich nicht. Da war nämlich gerade ein Ausbildungscamp und das Kind hat, oder der Junge da, der hat halt, ich weiß gar nicht, ob er den Ring weggeworfen hat und die Granate behalten hat, ich weiß gar nicht. Aber ein Ring muss er ins Feuer schmeißen. Ach so, ja, im Vulkan, wenn denn. Das kam ja heute wieder. Ja, aber ich habe es nicht ganz geguckt. Ja, wieder. Ich glaube, im Jahr kommt das zwei, dreimal, oder? Kann das sein? Ja, solange RTL Spaß dran hat, ne? Oh, hier sind Flammenwerfer. Jaha! Finden Sie die Königin! Irgendwie sollen wir das FTL-Schiff finden. Ja, komischerweise müssen wir jetzt die Königin suchen. Oh, ist das dunkel hier, fuck! Ah ne, da hinten sehe ich schon ULG-Weg. Oh, ich sehe hier gar nichts. Ich sehe dich. Und Rüstung. Fuck, ich laufe jetzt einfach mal den Unil hinterher. Wenn der schießt, schieße ich auch. Es ist überall. Wir müssen sie hier rausbringen. Nein, er hat recht. Guck mal, die sind durch die Masken gehüpft. Ja, die können die ja mit ihrer Säure kaputt machen. Nur uns nicht. Das waren wir. Aber wieso sollen wir jetzt hier drin ein FTL-Schiff finden? Nein. Das Ding ist doch hier ein Schiff. Den FTL-Weg, oder? Also, weil ich. Mir wird hier angezeigt, ÖLG-Weg. Da ja, sind wir auf der Suche nach. Könnt ihr beide mal das Maul halten? Achso, hier sind böse Eier. Ich glaube, du brauchst mit einmal einen Schuss draufgegangen. Der lebt sogar noch. Töten! Töten! Na, ich dachte, da kommt jetzt ein Alien raus, aber ist da gar nichts passiert. Ich hab nur einen Kontakt auf dem Radar. Wo denn? Da hinten. Ja. Mag denn das sein? Bestimmt ein Mensch oder so. Ach, der Roboterarm. Ist das ein Alien? Hier kommt ein Alien raus. Ja, da hinten sind auch Aliens. Ach, die leben alle. Die leben jetzt alle. Scheiße. Die haben sich so komisch eingekerkert. Eingenudelt. Ja, unsichtbar gemacht. Nee, das nicht, aber. Die standen alle so auf dem Fleck und haben sich so eingekringelt. Eingekringelt? Das kannst du auch im Multiplayer machen. Was auch cool ist, im Multiplayer gibt's eine Fähigkeit, da kannst du dich totstellen. Das hat sogar ein paar Mal geklappt. Ich habe mich da hingepackt, tot gemacht und der läuft an mir vorbei.
dreht sich um, guckt mich an, schießt eine Kugel auf mich und dann denkt er sich so, ach, der wird wohl tot sein und rennt weiter, dann laufe ich ihn hinterher. War eine lustige Aktion. Ah, ich habe einen Facehugger an mir dran kleben. Scheiße. Den kriegst du nicht mehr ab. Ach du Scheiße. Ich wurde gefressen. Töten? Nein, nicht auf meine Leiche schießen. Das bringt nichts mehr. Oh nein. Ich hab du musst ja nur bis zum nächsten Checkpoint. Ich hab ihn noch ein bisschen angeflammt gehabt, aber leider hat es nicht gebracht. Oh. Ich glaube, ich muss dir noch nie beim Spielen zugucken. Ah, ich komme hier nicht weg. Ja, das hinter dir ist ein Ei. Ist er ganz weg, ist egal. Lauf mir schnell. Schnell! Raus wieder kommt. Ich glaube, der Fahrstuhl. Der Strom des des Aufzugs ist ausgefallen. Da, rechts von dir, hinter dir. War der da in der Ecke drin? Ja, der war da auch so eingekringelt. Ja, den habe ich gar nicht mitbekommen. Als es dunkel ist. Na, jetzt sind wir wieder zusammen. Ja, jetzt kann wenigstens einer von uns was sehen. Ey, wieso einer? Ach so, du. Ich sehe ja auch was, aber es ist recht dunkel. Ist mir überhaupt keine Beleuchtung, kein gar nichts. Sollten wir sie wenigstens losschneiden. Meine Taschenlampe bringt ja auch irgendwie nichts. Ich glaube, dieser Mod ist noch nicht aktiviert. Und du hast jetzt bei dir alles wieder auf Standard gemacht, ja? Ich habe bei mir alles auf Standard gemacht. Alter, wenn wir das dann hochladen, dann werde ich ja sehen. Das waren wir. Oh, es war mir so dunkel, war? Nee, ob das die Beleuchtung an sich auch anders aussieht. Ja. Au! Brennst du wieder? Ich glaube, Friendly Fire ist an auf dem Modus. Den sollen wir uns vorsehen. Achtung, jetzt kommen Aliens. Da guck, da hinten sitzt nämlich eins. Das sieht man ganz gut. Ach, der kommt von hier schon. Burn, Baby. Kommen sie alle. Mir fällt gerade so auf. Was fällt dir auf? Dass man hier hochgehen kann und hier ist ein Live-Kit. Ja, das brauche ich noch gar nicht. Ich hab's aber gebraucht. Man kann ja auch billige Sprüche so, machen. Wegen deinem Feuer. Du so feurig warst, so heiß, blütig. Ja. Oh, das wollte gerade aufgehen. Hat sogar geschafft, aber das ist draufgegangen. Nee, das hängt da noch irgendwie, aber wieder im Erdboden drinne. Wieder so verbuggt. Vielleicht hat mich das vorhin noch erwischt. Oh, fuck. Fällt der so einfach vom Dach runter. Da geht's auch noch lang. Jetzt wird gegrillt. Ich glaube, meine Muni ist alle gegangen. Jetzt bräuchte ich Medipit-Kit. Jetzt gibt's keins mehr. Doch, da oben gibt's eins. Ich komme halt bloß nicht hoch. Lass mir mal da bitte liegen. Aufgenommen? Was? Oh. Nein, ich habe hier nichts aufgenommen. Ich sehe hier kein Medikit mehr. Vorhin war hier noch ein Medikit. Munition. Komisch. Hier war letztens auch ein Medikit, wo ich gespielt hatte eben gerade.
Letztens, was ist schon letztens? Aber ich hatte jetzt jedenfalls keins. So, Versorgung wieder einschalten. Vor 2 Minuten. Ich muss die erst entfernen. Und jetzt heißen plötzlich die Geschichten hier Verseuchung. Habt's. Und jetzt kann ich den Schalter betätigen. Na denn, ich habe die Tür vorsichtig aber mal zugemacht, falls da wieder was kommen sollte. Ja, sein könnte, dass das ein bisschen länger dauert. Ein Knopf. Ich betätige Knopf. Betätige Knopf. Benutze Kopf mit Knopf. Ich hab davon gehört. Kommen die von hier? Kommen die Sugar Babes. Pushen den Button. Sugar Mädels. Also hier ist schon dunkel. Und ich sehe meine Adern. Adern? Ja, meine Augadern. Lass mir doch auch mal ein bisschen Rüstung. Aber die teilen wir automatisch füreinander auf, oder? Ich weiß es nicht, ob das in diesem Schwierigkeitsgrad auch so ist. Hier ist eine neue M240 Brenneinheit. Gut. Brenneinheit. Oh, das hat noch gequietscht. Ach, du brennst, glaube ich, wieder. Ja. Habe ich. Na gut, wenn dich einer anfällt, dann wechsle ich die Waffe. Wie zum Beispiel. Dann sollst du vielleicht nicht Feuer auf mich spucken. Sag ich, dann wechsle ich die Waffe. Oder ich renne einfach vor. Ich bin der Feuermann. Hier kommt die Kanone, die vor 8000 Missionen. Das ist eine Kanone? Weiß nicht! Siehste? Weiß nicht. Laufen weg. Ja, die wissen, wir sind verloren. Boah, ich hatte. Mich hat's erwischt. Push the E-Button! Ich lieg hier, ne? Jetzt ist vorbei. Oh, fuck. Es ist weggelaufen und dann kam sie doch wieder. Ich dachte, war bloß eine Anime. Die wollten uns halt verwirren, indem sie noch weiter weglaufen. Königin in Sicht. Wir gehen zum Angriff über. Mayday, Mayday. Die Flugabwehr setzt uns ganz schön zu. Kommen nicht an die Königin ran. Wiederhole. Kommen nicht an die Königin ran. Schaltet diese Kanonen. Wow! Achso, das ist der. Fliegt hier immer noch rum. War das vorhin auch zu sehen? Was? Dieser Scan? Ja? Ja, der war vorhin auch zu sehen. Na, ich vorhin nicht mitbekommen. Ist mir jetzt voll ins Gesicht geflogen. Ich dachte so, scheiße. Der Scanner. Halt wie ein Prometheus. Ja, ja, genau den. Ach du Scheiße. Ich dachte, ich lauf mal vor. War ja wohl eine geile Idee, würde ich sagen. Ja, lieber die NPC-Leute töten lassen. Hier sollte es einen Dog-Tag geben. So, vorm Zelt ist noch einer und rechts in der Höhle ist noch einer, wo der gelbe Typ ist. Hey, auf mir, auf mir, auf mir! Schon wieder! Geh weg! Sollten alle gewesen sein. Nein, mein Feuergerät ist weg. Liegt hier noch irgendwas Brauchbares? Wo ist ein Doc-Tech? Sollte jetzt gleich kommen um die Ecke. Hier vorne liegt es auf der. Okay. Was denn da?
Ein Gegner ist da um die Ecke. Welche Ecke denn? Nur die KI hat halt drauf gefeuert, wie blöd, weil die schon wusste, dass der da rumlungert. Au! Oh nein, mein Herz bummert schon wieder. Dein Herz bummert? Ja, hier, Ingame, das Ingame-Herz. Da ist aber nix. Außer Eier. Hier gibt's noch ein Level, oder? Mit noch mehr Eiern? Nee, hier gibt's nämlich ein Gimmick. Hier ist noch Rüstung. Da muss man nicht irgendwo, ich weiß nicht, das war glaube ich da, wo man zum ersten Mal den Powerloader hatte, das Level. Da muss man irgendeinen geheimen Schalter drücken und dann nochmal zurücklaufen und da ging eine Tür auf irgendwo anders. Und da sind nämlich 4 oder 3 Ostereier. Ach, sollte das Spiel eigentlich zu Ostern rauskommen. Das ist so ein Achievement ist das. Scan-Drohne. Scan. Getarnter Ladevorgang. Nein, eine Dekontaminationskammer. Genau. Gab auch keine Ruckler eben. Nein, nein, das gab's nicht. Was war nochmal das Sniper-Gewehr? Das hier. So, das ist die E-Gun. Wie holen wir die denn raus? Aus. Wie nehmen wir die denn aus? Wahrscheinlich gehst du hin und drückst E. Geronimo! In den Tod! Oh, da kommen Aliens. Doch nichts mit Geronimo. Hinter uns. Boah, es läuft ja weg. Es läuft wieder hin. Boah, es läuft wieder weg. Alter. Hier oben, hier vorne liegt ein Medpack übrigens. Uhu. Ich hoffe, dass wirklich eins ist und nicht nur Deko, weil ich kann es nicht aufsammeln. Jo, ich habe keine Adern mehr. Ja, jetzt stehe ich hier vorm Geschütz. Du musst kaputt machen. Mit Hilfe eines RPG. Lasers? Nee, das RPG ist ja da hinten liegt. Hol den mal fix. Oh, PG! Und, bist du weg? Lump! 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 Ach, ist schon weg, okay. Oh, ich hab noch einen aufgehoben. Du kannst hier unendlich viele aufsammeln. Oh, ich sehe das schon. Dave Frosty! Ich hab den Frosty. Einfach alles mit Raketenwerfer töten. Gibt's ja auch einen Rocket Jump. Wollen wir eben gucken, hier oben ist nämlich auch nochmal. Doc-Tech? Ne, nicht Doc-Tech. Ich dachte vielleicht gibt's hier. Ach, hier gibt's noch Rüstung. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, sonst ist hier nichts mehr. Muss mir das mal angucken mit diesem DirectX 11 Patch Updates. Doch eine Echse, ich weiß nicht, warum hast du eine Echse und ich habe keine? Vielleicht braucht man die Tatsache. Eine Echse? Ach so. Diese ausführbare Datei, vielleicht braucht man die echt und was ich runtergeladen habe. Nee, vielleicht braucht man die jetzt nicht mehr. Ja, vielleicht sind das ja bloß irgendwelche Presets, die ich runtergeladen habe. Also irgendwelche Farben oder was weiß ich. Da kommt ein
Modis. LKW. Jo. Stapelfahrer Klaus. Noch ein Viech da hinten. Und zwei noch. Aber da macht sich der Laserpointer gut, wenn man nämlich kein Fadenkreuz hat, weil sie trotzdem ein bisschen schießen. Dann macht das auch Sinn. Gut, dass ich den nie drauf gemacht habe. Wer gewinnt? Yutani, Soldat oder wer ist Elding? Der Soldat nicht, den habe ich beschossen. Achso, ich habe auch beide beschossen eigentlich, aber naja. Vor allem, weil der Soldat Raketenwerfer hat, das ist ein bisschen heftiger als die Alien sein können. Ging ja zum Glück recht langsam die Raketen. Ah, das ist das zweite Luftabwehrgeschütz. Wo ist der RPG? Da unten sind auf jeden Fall ein paar Marines von uns. Die beschießen sie mich gerade aus Versehen. So, das war der. Boah, was? Wieso treffe ich den? Ich hab doch genau auf den gezielt. Bin kurz die Treppe hier hoch. Genau. Ah, oh, verdammte Hacke. Doch tot? Nee, ich versuche gerade dich zu beleben. Ja? Ach scheiße, hinter mir sind plötzlich welche aufgetaucht. Scheiße. Die verstecken sich hier alle hinter den Schutzdingern. Nein, ich geh gleich drauf, ich bin drauf gegangen. Ja, sind zwei gewesen, ich konnte jetzt sicher nicht rantreten. Ich hab mich geopfert, um dich zu holen. Du. Ja, ich bin sonst schlapp wieder und sag nö. Moin, moin. Boah, vor allem hier drin ist so viel Rüstung. Das hat dir wahrscheinlich das Leben gerettet. Drei Schüsse braucht er, glaube ich. Oh, vier. Ja, und dann? Raider, wir kommen. Bleiben Sie am Leben. Ja. Ich bin nämlich auch schon rot. Wir sind noch nicht in Reichweite der letzten Kanone. Wir nähern uns aber. Wie läuft es da oben? Traumhaft. Schaltet die Kanone aus. Ich hoffe, meine Teammates töten die ihn. Nee, die machen nichts. Die kümmern sich um gar nichts. Wir haben weiter gerade ausgeguckt. Schön. Ja, Checkpoint, hallo. Sollte jetzt mal langsam kommen, ne? Hier war ein schöner Checkpoint, ah, ja. Hier ist einer. Ah! Ein Alien kam an der Seite. Alles cool. Das geht aber nicht unter heroischer Einsatz seines Lebens mich retten jetzt. Das war sehr safe.
Wieso ist diese Lampe so funzelig, ey? Wieso haben die keine Hightech-LED-Lampen oder sowas? Die haben doch viel weniger Lumen als die anderen Lampen. Ich glaube, ich wurde von der Rakete getroffen. Und bin tot. Wo denn? Nee, ich bin tot, ich bin tot. Mach einfach weiter. Ich wurde von irgendwas getroffen, von irgendeiner Explosion wurde ich gerade umgenietet. Ja, ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen, bis wieder ein Checkpoint kommt. Da war ja gerade einer. Macht nichts. Vielleicht gehe ich da gleich wieder drauf. Nutze ich die Zeit und esse einen Chip. Pokerchip? Ein Jeton? Boah, wieso. Nein, ein Crunch-Chip, X-Cut. Mit Paprika-Geschmack. Standard also. Ja. Krachwürzige Kartoffelchips mit Paprikawürzung. Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Salz, Aroma, Raucharoma, Süßmolkenpulver. Raucharoma. Ja, Raucharoma ist, glaube ich, dann ein gleiches Verfahren, als wenn du so eine Wurst in der Kammer hängst. Oh, ich erschieße doch auf mich. Fuck. Ich dachte, das wäre ein freundliches, aber nein. Paprikapulver, Zucker, Zwiebelpulver. Also auf Zwiebel hätte ich jetzt nicht getippt. Ich sehe die Aliens durch mein Visier, aber nicht auf dem Spielfeld. Dämlich. Hä? Hey? Sie wurden auch unter Schutzatmosphäre verpackt, was auch immer das bedeuten mag. Ja, hier mit kein Sauerstoff drin, sondern so ein Stickstoff oder sowas. Aha. Und man soll sie vor Wärme schützen. Wieso ist denn hier... Wie waren denn hier Signale? Wieso treffe ich denn nix? Ich bin genau drauf und treffe aber nicht. Man höher halten? Geh ich nicht. Der O'Neill macht hier auch nichts, ey. So ein Sackgesicht. Die machen alle nix. Da kommt was um die Ecke. Ja, toll, super. Kommt was um die Ecke, ey. Wieso machen denn die scheiß NPCs nix? Die vertrauen dir. Scheiß Computer. Ja. Naja, wenigstens sind wir wieder zu zweit. Naja, noch. Ja, super. Läufst du mir genau vor die Rakete? Ja, dann ist doch Friendly Fire ist an. Auf höchsten Schwierigkeitsgrad. Weil ich habe nämlich Schaden genommen von einer Rakete. Ich auch. Tot, 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 tot. Nicht vergessen, dass das Geschütz auszumachen. Ja, ja, ist aus. Wurde nochmal irgendwas gepatcht? Weil ich habe das Gefühl, die Aliens bewegen sich anders. Glaub nicht. Ich krieg das ja nicht mit, wenn irgendwas gepatcht wird bei mir. Dafür ist der Rechner zu häufig mal einfach so an. Reg dich nicht auf, stirb einfach. Stirb einfach, nicht sterb einfach. Was ist das denn für ein Ausrufungszeichen? Das ist, glaube ich, die nächste Kanone. Boah, wo muss ich hinziehen mit dem Sniper-Gewehr? Wieso schießt der nicht genau dahin, wo das Kreuz ist? Das verstehe ich nicht.
Warte mal. Das wäre ja auch zu einfach. Oder gibt's hier realistischen Bullet-Drop? Ah, glaubst du selbst nicht. Schwerkraftanziehung und sowas. Schwerkraftanziehung ist auch doppelt gemobbelt. Erdanziehung. Legendäre Waffe gefunden. Hab ich auch. Jetzt fehlt aber noch zwei Doc-Tags, oh mein Gott. Hell so. Yeah. Gut gemacht, Junge, sagen sie in der deutschen Fassung. Jetzt wirst du auch noch unter 16. Was sollen wir jetzt machen? Zugucken, wie die abschießen, anschießen oder was auch immer machen. Mit dem scheiß Codex, ey. Ja, ja. Wir sehen Überlebenden. Da finde ich die Deutsche besser. Lieber erstmal selbst sichern und dann retten. Wo kommt das denn her? Von überall. Feuerwehr, Krankenwagen, Militär. Aber ja, echt Bundeswehr? Was sichert die Bundeswehr schon? Erstmal Selbstsicherung. Also wenn du so unter Beschuss stehst, erstmal selber in Deckung gehen, gucken, was Sache ist und dann nachher sichern. Sonst hast du nämlich das Problem, wie du es bei Dings hast, wie bei dem... Ich glaube, die modernen Marines, die retten auch nicht mehr jeden. Wer ist mal gesagt? Wer ist mal abgeschätzt, wie beliebt war der? Genau, die Marines retten sowieso nur Amerikaner, die anderen sind ja egal. Ja. Was? NATO-Truppen versprengt? Egal. Wir fliegen nach Hause. Amerikaner, oh mein Gott, wir müssen dahin! Holt die Atombombe! Wir können dadurch durch neue DNA-Projekte sie wiederbeleben. Hat sich gerade so angehört wie einer von Beavis and Butthead. Ja, der größte Serienflop bei Relaunches, der lief ja auf Viva wieder, neue Folgen. Echt? Ja, aber als ich das geguckt habe, ich gedacht, ich wusste gar nicht, wie ich das früher gucken konnte. Obwohl der Film immer noch sehr gut ist, ey. Frosts Flammenwerfer. Oh, den hab ich gerade hingeworfen. Weil ich jetzt snipern will. Ja, der sieht auch sehr von der Funktionalität. Alter, wieso treffe ich denn nicht? Ich weiß noch nicht, wo ich hinschießen muss mit dem Ding. Ist der da? Der hat echt mal einen Bullet Drop. Ganz nah kommt er genau aufs Kreuz. Weit weg schießt er da drunter. Der hat echt. Es gibt hier echt. Zumindest beim Snipergewehr. Okay. Je weiter weg bist, desto höher. Oh, da kommt wieder so ein fettes Viech. Ach du Scheiße. Ah nee. Das ist es. Die Mutter. Die Queen. Hä? Wo siehst du die denn? Die Queen ist ach, bei Ruhe. Da ist die. Der tötet jetzt einen nach dem anderen gerade. Ach du überleben Scheiße. Sie die Königin? Hä? Ich glaube, ich hab's nicht überlebt. Doch, du lebst doch noch. Ja, ich lebe gerade noch. Scheiße, wo? Wie, was, wer, wo? Oh Gott. Oh Gott, ich häng am Stein fest. Kleine Aliens kommen auch noch. Und es kommt, es kommt, es kommt, es kommt! Weg, 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 weg! Oh Gott, weg, weg! Oh, hier bin ich bestimmt sicher. Meinst du, du exploitest die? Ja, der macht hier nichts. Oh, scheiße! Warum schießt er auch mit der Sharpgun von so nah da drauf? Naja, versuch es zu exploiten, weil ich bin tot. Ja, die ist schon weg. Ich komme. Nein! Zu spät. Oh. Ich hab's gerade geschafft. Ach, ist jetzt einfach abgehauen? Ja, ja. Gehen Sie zum ÜLG-Schiff und halten Sie den Start auf. Da ist ein Doc-Tag. Ich sammle deins auf. Nein.
Erzähl meiner Frau und meine Kinder, dass ich beim Kacken gestorben bin. Das ist Liebe und so weiter. Da ich mich heroisch auf eine Granate geschmissen habe, die heimatlose Delfine getötet hätte. Wir schaffen das, wir schaffen das. Mein Gott. Das sind einige Aliens. Wo laufen die alle hin? Okay. Hinter dir. Fuck, 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 fuck. Nein! Nein! Ich hatte einen Kopf gebissen, Leute, dann habe ich noch gelebt. Sind auf einmal, ich hab die nicht gesehen, ich wollte eine Granaten schießen, aber meine Granaten waren leider alle. Also du musst in so eine. Ist die Queen schon weg oder kommt die Queen jetzt nochmal? Nee, jetzt Ich glaube, die ist jetzt schon weg. Ich glaube, wir sind sogar ein ganzes Stück weiter. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Da hinten ist, glaube ich, die Lagerhalle, wo gerade die ganzen Aliens reingestürmt sind. So. Das ist wahrscheinlich schon der nächste Checkpoint. Oh, nicht schlecht. Er muss ja hingesprossen. Ich habe das Gefühl, die Aliens greifen auch gar nicht mehr so explizit die NPCs an. Boah. Fuck. Der hat mich zweimal geschlagen, da war ich tot. Ja, ich musste gerade nachladen. Warte mal, ich brauche eine andere Waffenkonstellation. Ich brauche meine Shotgun wieder. Die Sniper ist hier gerade fehl am Platze. Dann kann ich auch mal die Dings. Achso, da oben ist ja die Sniper. Dann nehme ich die Pump-Shotgun. Vielleicht kriege ich ja mein Achievement noch hin. So, Baby. Oho, oho. ULG. OMG. AFG. Oh, Alter. Das gibt's doch nicht, ey. Der hat mich einmal getroffen. Die Pump-Shotgun ist auch nicht gut. Die hat zu wenig Wumms. Oder zu langsam ist die. Oder die alle kommen lassen und zurücklaufen. Und gucken, ob das die NPCs die fertig machen, beziehungsweise die haben auch noch eine Idee. Ja, kann man alles machen. Kurz anlocken und dann wieder weglaufen. Guck mal, hier ist sogar unser Colonel, ne? Ja, das ist irgendeiner von diesem Dropship, den wir gerettet haben. Und? Jetzt weg, 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 weg. Ach, einer schon draufgegangen von den NPCs. Du hättest sie noch weiter verwirren können. Ein Kontakt noch. Das hat doch geklappt, die Taktik. Oh, kommen wieder so viele. Ja, die nächste Truppe haut uns ja wieder aus den Natschen. Vielleicht. Oh oh. Hier. Oh, Stirb, Mistvieh. Hier.
Da ist das ÜLG-Schiff. Das Riesending da? Nein. Ja, warum nicht? Was? Ich dachte, sowas ist im Orbit und kleine Drops-Chips kommen dann nur runter. Heute nicht. Heute ist alles anders. Weil es ist doch viel zu energieverbrauchend, wenn das Ding hier starten muss. Willst du jetzt mit Wissenschaft kommen? Das Ding will starten. Au! Ich glaube, das fliegt jetzt ohne uns. Ja, wir sollen ja den Start verhindern. Ja, ja, das schaffen wir wohl nicht. Ach nee, hier kommt ein anderes Schiff. Nee, doch. Oh nee, doch, die ÖLG startet gerade. Ja. Sieht aber auch komisch aus. Fehlt da was? Doch, da fehlen anscheinend Sachen. Hä? Nee. Da fehlen Texturen unten drunter. Da fehlt die Hälfte des Schiffs, oder was? Ah, herrlich. Was war das denn gerade? Sie fehlt die Hälfte des Schiffs. Die haben wohl gedacht, keiner kommt so nah ans Schiff ran, dass er das von unten sehen kann. Oh mein Gott. Wie zur Hölle sollen wir denn auf dieses Schiff kommen? Daran arbeite ich noch. Jetzt wäre ein verdammt guter Zeitpunkt. Ich weiß. Bishop, was ist, wenn ich die Türen sprenge? Als Vorsichtsmaßnahme wird sicher von Ihnen abgeriegelt. Was? Das ist der Plan? Andere Optionen haben wir nicht. Wir müssen vor dem Verlassen der Atmosphäre an Bord. Reed, machen Sie schon. Waffen scharf. Zwei gezündet. Wir machen uns jetzt ein Loch rein. Das ist auch cool. Und ist ja nicht so, als dass die Integrität des Raumschiffes in irgendeiner Form verletzen würde. Ja, da haben wir schnell Schotten. Dann können wir dicht machen, wie beim Wasser, wie beim Schiffen. Oh, kurz vor dem Levelaufsprung bin ich stehen geblieben. Schade, schade. Pui! Ja. Das kann man sagen.